Dass Wir sind hast eingeschaltet neuen Folge hier in Minecraft und heute wollen wir uns ein schönes Doppelhäuschen bauen. Es war ja wieder mal gefragt worden, ob wir wieder uns ein schönes Häuschen bauen und warum meine ich ein Doppelhäuschen? Nachbarschaft ist wichtig, von daher muss sowas sein. Ich gehe noch nicht so ganz genau darauf ein, wie man sich natürlich einrichten möchte. Wenn du es dir ein bisschen genauer ansehen möchtest, kannst du es dir am Ende anschauen. Da blende ich dir gerne schon mal die Zeit rein, wo ich sage ich mal mit dir durchs Häuschen gehe. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand und dann geht es erstmal an dein Häuschen ran. Wenn du dich fragst, wo heute die Facecam ist, ich habe probiert, meine Cam irgendwie hinzubekommen, dass sie sich mal scharf stellt, aber die ist die ganze Zeit unscharf, hört auch nicht dran. Aber ich hoffe, beim nächsten Video sehen wir uns wieder. Aber ansonsten, Blöcke in die Hand, auf geht's. Um unser Häuschen zu beginnen, holen wir uns einfach mal ein bisschen polierte schwarze Treppen raus, ein bisschen weißen Beton wieder und hellgrüne Keramik. Womit du natürlich deine Wände baust von deinen Häusern, kannst du selber entscheiden. Das ist einfach nur mal so vorgegeben erstmal. Ja, dann holen wir uns natürlich noch glatte Quarzstufen und Treppen raus. Musst du dann auch so kombinieren, womit du dann, sag ich mal, deine Wände bastelst. Aber wenn du es weiß lässt, solltest du auch so weiße Treppen und Stufen nehmen. Dann holen wir uns noch ein paar polierte ja, Treppen und Stufen raus. Dann holen wir uns einfach mal standardmäßig ein bisschen hellgrauen Beton erstmal. Und als Glasscheiben nehme ich einfach mal schwarze. Zuerst so, geht es wie immer mit den Grundriss los. Dabei nehmen wir uns erstmal unsere schwarzen politen Treppen und ziehen uns ein Rechteck. Das hat ein Maß an den Seiten jetzt hier von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Treppen also auf den Seiten. Und dann gehen wir noch einmal nach hinten und setzen da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Treppen noch nach hinten. Insgesamt haben wir also hier auf diesen Seiten insgesamt 17 Treppen und Vorder- und Rückseite insgesamt 23. Sobald wir das dann ringsrum gezogen haben, können wir jetzt anfangen schon mit den Wänden. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal unsere hellgrüne. Keramik und fangen vorne auf der Seite an. Da setzen wir uns einfach hier in der Ecke erstmal drei solcher Blöcke hin. Dann gehen wir da zu jeder Seite, lassen so zwei Blöcke Platz und setzen hier nochmal drei hin. Können wir immer jetzt schon mal auf eine Höhe von insgesamt drei machen. So, andere Seite auch nochmal, zwei hier Platz lassen und dann setzen wir auch nochmal hier drei hin auf eine Dreierhöhe. So, das wollen wir natürlich auch gleich synchron auf der anderen Seite machen, denn unser Doppelhaus ist natürlich, ja, könnte man theoretisch auch nur die Hälfte bauen und dann spiegelt man das einfach, weil ja beide Seiten komplett gleich sind. So, auch hier machen wir dann einfach mal unsere Keramik so ein bisschen hin. Und sobald wir das haben, kommen wir jetzt zu unserem weißen Beton. Da lassen wir dann einfach hier vorne einfach drei Blöcke Platz. Können das hier einmal zur anderen Seite ziehen und lassen auch hier drei Blöcke Platz. Und dann sollten wir in der Mitte perfekt fünf Blöcke haben. Die können wir aber jetzt auf eine insgesamte Viererhöhe uns einmal hier ziehen. Und können die oberste Schicht hier einfach mal an den Seiten auch nochmal zurückziehen hier. Das machen wir auch gleich noch auf der anderen Seite. Denn Synchronbauen ist immer am schönsten. Von daher, zack, ziehen wir das hier auch gleich so einmal lang. Und sobald wir das haben, würde ich sagen. Können wir hier einfach mal zwei nächste Block-Ebenen hier einfach mal auf eine Vierer-Höhe ziehen? Dann lassen wir eine Blockreihe Platz hier einmal rüber, zwei Blöcke Platz lassen und danach können wir die letzten fünf hier einfach auf eine Vierer-Höhe setzen. Danach können wir hier oben das alles natürlich noch einmal zuziehen, dass es hier nur auf eine Dreier-Fläche ist. So, jetzt kommen wir schon mal zur Rückseite. Da setzen wir einfach hier noch eine zweite Blockreihe hin. Dann können wir hier wieder zwei Blöcke hinsetzen und dann lasse ich mir hier gleich so ein Zweier-Fenster einfach mal offen, sodass ich hier noch zwei Blöcke habe. Dann kommt hier mein eines Fenster hin. Danach mache ich mir dann hier so noch ups, insgesamt drei Ebenen hin. Da gehen wir einfach vom Fenster aus. denn so 1, 2, 3. Und dann lassen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Setzen uns ein Dreier hin. Lassen nochmal vier Blöcke Platz. Und dann können wir das ja eigentlich auch zur anderen Seite komplett einmal ziehen. Und dann setzen wir das hier einfach schon mal auf so eine Viererhöhe insgesamt und lassen mir gleich schon mal meine Fenster hier so ein bisschen frei. So, ganz oben können wir das auch noch einmal verbinden. Und hier hinten den Dreier in der Mitte, den können wir auch hochziehen. Super, dann haben wir schon mal die Rückseite auch fertig. Und wir müssen natürlich nur noch die andere Seite hier einmal machen. Ich fange einfach hier von der Keramik an. Setze mir hier nochmal zwei weitere Blockschichten hin. Ein freilassen, eine Strebe hin, zwei freilassen. Und hier hinten, das können wir alles zuziehen. So, letzte eben natürlich noch einmal wunderbar hier alles verbinden. Und dann haben wir das hier auch frei. So, jetzt bevor wir es höher setzen, wollen wir auch gleich einmal die Wände hier einmal zeichnen. Hier In der Mitte ganz einfach, sucht komplett die Mitte einmal raus und könnt ihr euch hier die Strebe einmal lang ziehen. Die können wir auch hier gleich auf eine Viererhöhe höhe uns setzen, so wie wir das schon haben. Ziehen wir das hier auch einmal hoch. Wunderbar. Und dann wollen wir uns auch gleich so ein paar Wände noch reinziehen. Da fangen wir einfach an den Seiten an. Am besten hier bei unserer Tür später, hier bei diesem Zweiermaß. Fliegt der einmal rein. Ich gucke mal hier von oben. Setzen wir einfach 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Machen dann hier das einmal zur Wand, lassen in der Mitte hier einmal was frei für eine Tür später. Und dann gucken wir am besten hier einmal von der Keramik, die wir hier haben. So, da ziehen wir auch wieder 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke und gehen zur Seite nochmal 3 Blöcke. So, was wir hier geschafft haben, wollen wir natürlich nochmal synchron auf der anderen Seite bauen. Wir können wieder gerne erstmal bei der Tür anfangen. Daneben wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Hier wieder zur Wand, einen freilassen für eine Tür später. Dann fliegen wir hier zu Keramik. Und gleich hier neben wieder 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Und zur Seite wieder 3. Super, sobald wir das haben, können wir die natürlich auch wieder auf 4 Blöcke hochziehen. Sobald wir denn das hochgezogen haben auf 4 Blöcke, sollte es erstmal so aussehen. Jetzt kommen wir dazu, hier auch noch eine Decke reinzuziehen. Wir können aber zuallererst noch einmal hier bei diesem kleinen Durchgang, den wir haben, oben einen Block hinsetzen und auch gerne darunter eine Treppe machen. Das machen wir eigentlich fast bei jedem Durchgang, den wir machen. Die machen wir mal so auf eine Dreierhöhe und oben eine Treppe hin. Und den Rest hier könnten wir eigentlich jetzt zuziehen mit unseren Quadstufen. Einfach komplett hier oben glatt an unserer Blockebene können wir das ja einmal zuziehen. Das werden wir aber nicht überall machen, denn wir wollen uns ja, sag ich mal hier, wieder später der Flur entstehen, noch so eine Treppe nach oben machen. Da würde ich sagen, dass wir hier einfach nur drei äh, Stufen-Ebene uns hier einmal machen. Und einfach hier jetzt hier zur Wand lassen wir einfach so zwei Blöcke frei. Ne? Mehr brauchen wir nicht. Und den Rest können wir eigentlich hier komplett überall einmal zuziehen. Super. Sobald wir es geschafft haben, geht's jetzt wieder los erstmal mit dem weißen Beton. Und die erste Aufgabe ist, erstmal die Bodenreihe uns zu ziehen für das nächste Stockwerk. Das heißt, wir setzen uns draußen erstmal hier komplett einmal eine weiße Betonreihe lang. Und danach kann man schon gerne, wenn man möchte, sich die mittlere Fläche hier einmal zuziehen. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen hellgrauen Beton, um mir das einfach zuzufüllen. Du kannst das ja auch gerne offen lassen, denn hier möchte ich mir auch gleich alles vormarkieren für unsere Wände und so, dass es hier jetzt nicht so ein großes Gepople wird. Also ziehe ich mir hier alles zu, außer natürlich jetzt hier, wo wir es offen gelassen haben. Denn da wollen wir auch später, sag ich mal, so machen, dass wir da ja hochkommen mit unserer Treppe. Und daher ziehen wir nur den ganzen Bereich, wo wir, sag ich mal, jetzt hier unsere Decke haben, komplett zu. So, genug rumgepopelt. Jetzt wird gebastelt. Und zwar habe ich jetzt hier geguckt, wie ich mir das nochmal gemacht habe. Da muss ich jetzt nochmal ganz schön gucken. So. Ja, wir fangen jetzt am besten erstmal an mit weißem Beton. Und zwar geht es jetzt nicht gleich hier erstmal innen drin los, weil ich glaube, das ist dann ein bisschen zu viel, wenn wir da anfangen. Fangen wir erstmal draußen an, um unsere Wände zu machen. Da machen wir erstmal, fangen wir wieder hier vorne einfach an der Ecke einmal an, dass wir uns hier erstmal einen so hinsetzen. Den machen wir uns auch wieder auf eine Viererhöhe. Und den können wir uns eigentlich so gleich verstärken hier auf jeder Seite, dass wir hier erstmal so ein richtig schönes, dickes Bollwerk hier einmal haben. So, dann machen wir erstmal hier komplett einmal die Seite. Da können wir hier einfach mal eine Strebe rüberziehen. Bis zur anderen Seite. Und auch hier machen wir einfach erstmal auf der gleichen Höhe hier einfach so, Zack, so ein Zack. So ein dickes Ding hier einmal hin. Ne? So, dann kommen wir hier mal zur Seite. Jetzt wollen wir uns ein paar Fenster reinbasteln. Hier machen wir uns erstmal ein Dreierfenster rein. Ja, ganz oben immer die letzte Ebene. Könnt ihr immer gerne miteinander gleich verbinden. Dann lassen wir uns hier nochmal so zwei Blöcke Platz. Obwohl halt, nee, wir machen uns drei Blöcke hin. Dann schlagen wir am besten hier den einen Block mal weg, dass wir hier darunter so zwei Blöcke haben. Und dann können wir hier oben schon mal den ganzen Bereich hier einmal so zuziehen. Oh, hier mache ich mir das auch nochmal zu. Aber ich lasse mir nochmal so ein kleines Fenster hier hinten einmal bei den Zweier. So, dann haben wir schon mal die Seite. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier komplett durcheinander kommen, machen wir es nochmal auf der anderen Seite. Diesmal machen wir es mal ein bisschen anders. So, ich mache jetzt hier einfach mal nochmal vier weitere Blöcke einfach mal rauf. Und die ziehe ich mir jetzt hier komplett einmal zur anderen Seite. Ich glaube, so ist es irgendwie viel, ich glaube, einfacher zu erklären. So, wir machen das jetzt hier auf eine Vierer-Höhe insgesamt. Und dann ziehe ich mir jetzt hier einfach mal alles zu. Und dann machen wir es nochmal zusammen. Vielleicht ist es so einfacher. So, jetzt habe ich hier insgesamt nochmal vier weitere Blöcke einfach mal raufgesetzt. Hier vorne lasse ich mir zwei Blöcke Platz. Und jetzt schlage ich mir hier so ein 3x2-Fenster rein. Dann gucke ich mal hier in der Mitte. Hier unten habe ich jetzt dieses 1-3-Fenster. Darüber zwei Blöcke Platz lassen. Und wieder so ein 3-Fenster mal reinhauen. Und die hinten an der Ecke. Da. Lassen wir zwei Blöcke Platz, oben ein und dann zack, hier so ein Zweierfenster rein. Ich glaube, das ist simp simpler, oder? Ja, ne? Gut, dann wollen wir das jetzt auch nochmal auf der Vorderseite machen. Also, erster Schritt. Hier oben einmal die Streben miteinander zuziehen. Und sobald wir das haben, beginnen wir hier an der Seite. Wir lassen hier zwei Blöcke. Dann lassen wir insgesamt drei Blöcke Platz. Setzen uns so eine Strebe hin. Da können wir insgesamt drei Streben hinsetzen. Dann lassen wir nochmal zwei Blöcke Platz und setzen uns ein Dreier hin. So, dann können wir hier das auch wieder einmal hochziehen. Lassen zwei Blöcke Platz, setzen uns dann hier einen Dreier einfach mal hin. Den können wir auch wieder komplett bis nach oben ziehen. Und hier an der Seite einfach nochmal um einen Block erweitern, dass wir hier zwei haben. Und schon haben wir die Vorderseite mit den Fenstern fertig. Und dann geht es nochmal auf die Rückseite. Auch hier machen wir erstmal lieber den Schritt, dass wir hier oben das einmal zuziehen. Dann fangen wir hier an der Seite erstmal an, dass wir uns hier mal drei Ebenen und so insgesamt hier mal hinziehen. Dann können wir uns hier zack einmal so ein Zweierfenster mal basteln. Davon lassen wir dann wieder einmal so vier Block Ebenen Platz. Ja, vier Block Ebenen Platz von dem Fenster. Und dann lassen wir zwei Blöcke Platz und können hier so ein Dreier hinsetzen. Und dann sollten wir schon perfekt in der Mitte sein. Das seht ihr dann hier gleich schon mit unten. Dann lassen wir zwei Blöcke Platz, setzen uns wieder einen Vierer hier einfach mal hin. Ja, und dann machen wir hier noch auf der Fläche noch so ein kleines Zweierfenster hin. Obwohl, halt, jetzt habe ich es falsch gemacht. Epp. Wir müssten hier drei Blöcke lassen. Obwohl das jetzt auch nicht so schlimm wäre, wenn man die Fenster genau untereinander hat, weil ich sag mal, hier kommt später das Badezimmer rein, ob du denn sage ich mal, das Fenster hier mehr hast oder nicht, ist jetzt auch nicht so wild, aber ich finde so innen drin ist das irgendwie besser, wenn sage ich mal, die Fenster nicht so dicht aneinander liegen, für da würde ich hier mehr so einen Abstand lassen. Aber das kann man sich auch immer noch versetzen, wenn man möchte. So, dann haben wir das schon mal an den Seiten fertig. Kommen wir jetzt natürlich noch innen drin, wie wir uns das machen. Ich hoffe, du hast ja natürlich jetzt den Bereich erstmal mit irgendeinem Block ausgefüllt. Denn jetzt nehmen wir einfach mal den weißen Beton und setzen den jetzt genau auf der Blockebene rauf, die wir uns ja, sage ich mal, jetzt hier schon platziert haben. So, wir fangen am besten, ist ein bisschen durcheinander hier, erstmal so an, dass wir erstmal, ich glaube, die Mitte trennen. Ne, dass wir erstmal die Mitte trennen. Das heißt, sie fliegt vorne immer hin. Guckt mal, wo ist die Mitte? Die wäre jetzt hier bei mir. Und dann kann ich genau jetzt hier von diesem Dreier aus, zack, hier einmal rüberziehen, die Strebe bis zur anderen Seite. Und die wollen wir uns auch gleich einmal auf insgesamt vier Blöcke hochziehen. Obwohl das mit gleich auf vier Blöcke hochziehen, können wir eigentlich auch im Nachhinein machen. Aber ich mache jetzt erstmal hier die Mitte. So, oh, dann gucken wir, wie gucken wir. Das ist jetzt immer die schwerste Frage, wie wir gucken wollen. Ich glaube, wir fangen mal so an, dass wir von vorne gucken vom Haus. So, da fangen wir an. Wir haben ja, sag ich mal, jetzt hier so eine Dreierstrebe. Fliegen wir genau jetzt hier bei der... Äh, strebe nach innen und setzen daran 1, 2, 3 Blöcke, Eins zur Seite einmal weg. Wir machen es gleich synchron auf der anderen Seite. Hier Dreierstrebe. eins, 2 drei unten einer hier zur Mitte ziehen. So davon gehen wir jeweils hier noch mal ein Block so schräg davon. Anderer Seite auch gleich mal mitziehen. Und soweit wir das haben, würde ich sagen, gehen wir auch von diesen Einern einmal nach vorne. Lassen gleich ein Block frei für später die Tür. Und dann setze ich mich hier ein Block hin. Gleich hier zur Wand verbinden und dann gehen wir noch nach vorne. So, nun setzen da noch 1, 2, 3 Blöcke hin, dass wir hier insgesamt 4 haben. So, andere Seite auch gleich. So, einen Block freilassen, einen hin, hier gleich zur Wand einmal ziehen und dann noch 1, 2, 3 hier nach vorne ziehen, dass wir hier 4 haben. So, jetzt geht es weiter beim anderen, einer Block. Einen Block freilassen, einen Block hin, den hier gleich zur Wand einmal ziehen und noch 1, 2, 3 nach vorne. Dass wir hier an sich so einen Vierer haben und hier einen Fünfer Und dann. Sag ich mal, haben wir haben ja hier das Loch, wie wir, sag ich mal, noch später uns die Treppe machen. Da könnt ihr gerne jetzt hier in die Bodenebene dreimal weißen Beton euch reinhauen. Ne? Da wollen wir später uns noch so ein Geländer basteln. Du kannst es dir auch gerne zumachen, wie du möchtest. Ne? Da musst du dir kein Geländer machen. Du kannst es auch gerne zumachen. Ist jetzt nur eine Empfehlung von mir. So, andere Seite wollen wir es natürlich auch noch machen. Ein Block freilassen. Hier einen Block hin. Einmal zur Wand. Und noch eins, zwei, drei nach vorne. Und hier noch drei Blöcke in den Boden hauen oder platzieren. Ne? Das ist dir offen. So, danach geht es wieder weiter. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier von dieser Strebe an. Ein Block wieder freilassen für eine Tür. Setzen uns ein Zweier hin. Von dem Zweier gehen wir einmal schräg. Können das hier einmal ups, hier einmal zur Wand hier gerade ziehen, dass wir hier einen Vierer haben. Und gehen dann nochmal hier zur Seite weg. Setzen uns drei Blöcke hin. Ein freilassen für die Tür. Und wieder ein Block hin. So, und das sind die ganzen Wände, die wir haben oder die wir brauchen. Machen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite. So, von dieser Strebe ein Block freilassen für eine Tür. Zweier hin. Einmal schräg hier einmal zur Wand ziehen, rüberziehen zur Wand. Aber da lassen wir, würde ich mal sagen, hier noch einen Block frei für die Tür. Du kannst dir gerne das auch immer noch versetzen, wo die Eingänge der Türen sein sollen. Das ist jetzt dir nicht ganz genauso vorgegeben. Du kannst dich danach richten, kannst es dir aber auch gerne noch umstrukturieren, wie du es dir natürlich am besten halt basteln möchtest. Aber das ist jetzt nur eine Empfehlung, weil man sich das so eigentlich sehr simpel auch gut auch einrichten kann. Und dann würde ich sagen, ziehen wir die Wände jetzt auch auf vier Blöcke hoch. So, sobald wir es natürlich hier hochgezogen haben, nächster Schritt natürlich hier oben überall das einmal hier schon zack verbinden unsere Durchgänge für die Türen und du kannst dann auch gerne auch gleich schon eine Treppe untersetzen. Ne, das ist immer eine schöne Empfehlung von mir. Das macht die Türen größer und sieht besser aus, als wenn wir die nur so auf eine Zweierhöhe lassen. So, dann habe ich das auf der anderen Seite auch noch gemacht mit den Treppen und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt uns die Decke hier wieder einmal reinziehen, dass wir uns erstmal wirklich so die Treppen uns hier basteln, wie man nach oben kommt. So, da fliegen wir einmal hier unten. In unseren Flur einmal rein. Und ihr seht schon, ich habe mir meine Markierung gemacht. Wir lassen jetzt hier von diesem einen Fenster, was wir haben, so zwei Blöcke Platz. Könnt ihr eure Treppe hinsetzen? Dahinter einfach eine, ups, so eine Stufe ran. Hier zur Seite einfach mal zwei Treppen hier einfach mal hin. Darunter könnt ihr gern auch hier nochmal so eine Treppe setzen. Und darunter vielleicht noch so eine Stufe. So, dann gehen wir hier so hoch und setzen hier einfach so zack und zack einfach noch mal zwei Treppen ran. Und hier könnt ihr gerne nochmal, zack, eine Stufe untersetzen. Oder eine Treppe. Was euch immer besser gefällt, man kann auch Stufen nehmen. So, und dann kommt man hier schon ganz einfach hoch. Und das machen wir dann nochmal auf der anderen Seite. So, hier sind wir auf der anderen Seite. Wie war das? Also, vom Fenster aus gehen wir. Das sind zwei Blöcke Platz. Treppe hin. Stufe hinter. Dann einfach, zack, zack, zwei Treppen hin. Dann gehen wir nochmal eine so hin und setzen die hier rein. Zack, und schon sind wir oben. Danach müssen wir es noch vielleicht ein bisschen verstärken. Einfach hier so ein paar Stufen untersetzen, ne, damit das stärker ist. Kannst auch immer Treppen dir gerne untersetzen, wie du möchtest. Ne, das ist dir dann offen. Musst entscheiden, wie du es dir machen möchtest. So, und ich meine einfach meine Stufe hin. So. Als nächstes schon mal gleich die Empfehlung. Du kannst dir gerne hier dann das Geländer hinsetzen. Ob das Glas ist, Eisengitter, Pipapo. Kannst du selber entscheiden. Ne? Aber so wollte ich das halt machen. Sieht immer ein bisschen besser aus. Man könnte vielleicht sogar hier die Ecke noch weghauen und dann hier noch so anecken lassen. Das sieht immer noch vielleicht doch besser aus. Kannst natürlich auch äh, komplett hier das mit deinem Geländer machen. Ne? Wie gesagt, das ist dir offen. Die Wände kannst du dir, sag ich mal, so einreißen, wegreißen, wie du möchtest, wie du es halt brauchst. Ne? Das kannst du dir alles anpassen. So, dann wollen wir natürlich jetzt auch gleich nochmal unsere Decke reinziehen. Hier wieder auch einfach unsere Quadstufen nehmen und die einfach komplett hier oben an der letzten Blockebene komplett hier einmal zack platzieren und das machen wir hier überall, wo wir es offen haben. So, sobald wir jetzt wieder alles einmal ausgeführt haben mit unseren Stufen, geht es ran, dass wir jetzt schon mal die Seiten wieder höher ziehen für unser Dach. So, wir fangen an den Seiten komplett an. Einen Block Platz lassen und dann setzen wir hier eine Ebene rauf. Andere Seite wieder einen Block Platz lassen. Und dann lassen wir gleich zwei Blöcke Platz und dann setzt sie jetzt das immer wieder so hin. Dann wieder zwei Blöcke Platz lassen und wieder einmal hochziehen. Wieder zwei Blöcke Platz lassen und oben hin. Und dann sollten wir oben perfekt noch drei Blöcke haben. So, dieses Maß machen wir jetzt noch dreimal. Hä? Wie dreimal? Wir haben ja eigentlich nur zwei Seiten. Ja, das ist erstmal richtig. Aber wir dürfen die Mitte nicht vergessen, denn da trennt ja auch nochmal die Häuser voneinander. Da wollen wir natürlich jetzt keinen äh, Gemeinschaftsdachbogen machen, was natürlich auch geht, wenn ihr es möchtet. Ne, dann müsst ihr einfach die Mitte nicht so unbedingt ziehen oder zieht euch da dann später einfach noch eine Tür rein oder so. Ne, wenn ihr zu euren Nachbarn wollt. Aber ansonsten zieht ihr auch nochmal hier einfach so genau das Maß, was wir, sag ich mir, jetzt hier haben, nochmal in der Mitte hin wunderbar so dann haben wir auch insgesamt drei Träger das Dach kann also nicht einstürzen das ist sehr safe und das wollen wir jetzt natürlich auch gleich noch raufziehen aber vorher machen wir da noch mal ein Fenster rein und zwar fliegen wir einfach zu den Seiten lassen oben einfach mal einen Block Platz und dann setzen wir uns hier so ein zweier Fenster mal rein andere Seite auch noch mal Ach, nee, ups <laughs> nicht hier in der Mitte da wollen wir es natürlich nicht haben nur denn Außen setzen wir da noch mal so zack so ein zweier Fenster rein ja sobald wir das jetzt natürlich haben und bevor wir unsere Blöcke wegtun Nehmen wir jetzt mal unsere ganzen Glasscheiben und können die jetzt hier überall einmal drin beziehen. Das heißt jetzt hier, zack, Glasscheiben reinsetzen und die Fenster verkleiden. Ich bin jetzt einmal rumgeflogen und habe überall meine Glasscheiben dann einmal platziert in den Fenstern. Und da ist natürlich klar, dass wir eine Sache offen lassen. Ich hoffe, die hast du jetzt nicht bezogen. Und zwar hier an den Seiten, jeweils hier diesen 2x3er Bereich, den wir haben. Das soll ja später eine Tür werden. Die brauchst du also nicht beziehen. So, jetzt wollen wir aber noch einmal reinfliegen in unsere Bude. Oder in unser schönes Doppelhäuschen. Und zwar begeben wir uns mal. Ja, hier ist jetzt gut erklärt, wenn jetzt, sage ich mal, hier alles zu ist. Ähm, ich budde mich hier nochmal einmal kurz nach oben. Am besten auch da, wo ich mich hier hochbuddeln muss. So, wir fliegen einmal kurz nach oben. So, es sollte jetzt natürlich jetzt so aussehen bei dir. Wenn wir uns mal auf der Rückseite befinden von unserem Häuschen, haben wir, sage ich mal, hier dieses schöne, oder diese schöne freie Fläche hier. So, da fliegen wir mal rein. Lop. Wir haben unseren hier Türbereich, den wir hier haben. Und gleich von diesem Träger hier, an der Seite, wenn wir reingehen, auf der linken Seite, setzen wir da jetzt einmal unsere Treppe hin. Zack. Und die können wir jetzt wie so normal Treppe an Treppe hier einfach mal... Ich steige hier oben gleich schon mal was weg. So einfach mal nach oben ziehen, dass sie dann hier an den Stufen anstößt. Und denn so kommt man dann, sage ich mal, auch auf den Dachboden. So, wer möchte, kann sich die Treppen mal dann auch gleich noch verstärken. Dahinter einfach noch ein paar Treppen ransetzen und fertig. Ah, hier könnten wir auch noch machen. So. Wunderbar. Und ganz oben setzen wir einfach noch in gleich eine gleiche Stufe rauf. Ja, das passt. So, und das wollen wir nochmal auf der anderen Seite machen. Wir fliegen auch. Ich glaube am besten, wenn wir mal gucken von oben, dann hat man eine bessere Übersicht. So, dann buddeln wir uns mal hier rein. Hier haben wir den Eingang gleiche zur Seite bei dem Träger hier. Jetzt wäre es natürlich auf der anderen Seite rechts. Kommt dann natürlich darauf an, auf welcher Hausseite du dich befindest. Aber wenn wir, hier, sag ich mal jetzt hier von vorne so reingehen, hier bei diesen Zweier-Träger gleich dahinter, Zack, Treppen hin und dann können wir so hier auch gleich einmal nach oben gehen. Wir müssen natürlich hier wieder ein bisschen was weghauen. So, am besten nicht zu viel. Ja und dann können wir gerne hier noch Zack Stufe hier oben hin und unten setzen wir jeweils hier noch mal eine Treppe ran, ja, damit das eher alles schön dick ist. So. Wunderbar. Okay, dann haben wir erstmal wirklich alles verbaut, was wir verbauen können und brauchen erstmal wieder neues Blockmaterial. Um denn jetzt weiterzubauen, holen wir uns einfach mal ein paar polierte schwarze Stufen raus. Dafür nochmal die Treppen. Denn glatte Steinstufen, denn einen Trichter, denn wieder ein paar Steinziegelmauern, Mauern, denn ein bisschen Schwarzeichenholz und Treppen. Denn noch ein paar Schwarzeichen-Türen. An sich kannst du hier wieder das Blockmaterial aussuchen, halt so wie du deine Türen halt gerne machen willst. Kommt dann immer darauf an, womit du dann, sage ich mal, auch deine Wände gebaut hast. Ne? Von der Farbe her musst du dann immer so gucken. Ja, und dann holen wir uns einfach noch ein paar Steinknöpfe raus. Und dann geht es am besten noch gleich mit den Knöpfen los. Und zwar fügen wir jetzt an den Seiten hin und basteln uns erstmal unsere Haustür rein. So, klingeln einmal an der Ecke hin. Und dann setze ich mir jetzt hier einfach mal in die Tür rein. Auf welcher Seite du die Tür jetzt platzieren möchtest, ist ganz dir überlassen. Ne? Also ich kann das auch gerne hier auf der anderen Seite machen. So, Treppe oben hin. Und dann einfach. Tür hier rein. So, fertig. Klingel funktioniert auch. Seht ihr? Zack. Super. So, andere Seite müssten wir es dann natürlich auch genauso machen. Klingel hin und dann auch gleich hier unsere Haustür einmal reinsetzen. So, wunderbar. So, dann haben wir die ganzen Blöcke schon verbaut und jetzt geht es daran, dass wir erstmal das darauf setzen. Das heißt jetzt einfach, wir fangen immer so an, bei jedem Übergang setzen wir uns einfach eine Treppe einfach hin. So gehen wir natürlich dann auch hier wieder einmal runter. Und danach setzen wir auf wieder geraden Fläche, die wir haben, hier einfach Stufen. Ganz hier oben in der Mitte setzen wir in der Mitte quasi einen Block davon einmal hin und gehen hier an den Seiten auch wieder mit Stufen runter. Hier vorne an den Treppen platzieren wir auch nochmal jeweils eine Stufe. Sobald wir das natürlich haben, können wir das nicht nur einmal rüberziehen zur anderen Seite, sondern auch gleich einmal überstehen lassen. Meine Empfehlung macht das immer erstmal mit ein und denselben Block hier das einmal überstehen lassen. Geht immer im Nachhinein halt schneller. So, dann natürlich noch die Treppen hier einmal nach vorne ziehen. Und sobald wir uns natürlich einmal überstehen gelassen haben, siehst du schon, ich habe mir das jetzt auch natürlich jetzt einmal schon zur anderen Seite hier gezogen oder auch hier überstehen lassen, wollen wir das dann auch noch verstärken. Das heißt, sobald du es dann fertig hast mit dem Dach, bleibst du nochmal bei den Stufen und setzt hier jeweils hier unter so einer Stufe, die wir hier haben, nochmal eine weitere Stufe, sodass es dann aussieht wie ein Block. Und damit haben wir das Dach dann auch stabilisiert. So, das haben wir natürlich nicht nur auf einer Seite, sondern immer auf beiden Seiten. Ne? Also nicht, dass man das übersieht, weil sonst, wenn man im Nachhinein irgendwann mal vorbeigeht, dann sieht man, hoch, das sieht dann ein bisschen brüchig aus. Aber nee, wir machen es schön stabil. So, sobald du dann das Dach fertig hast, solltest du natürlich jetzt vielleicht das Video einmal kurz anhalten. Ja, wunderbar. Und dann geht es weiter, dass wir jetzt noch an den Seiten komplett hier einmal unsere glatten Steinstufen uns einmal platzieren. Denn das wird natürlich jetzt hier auch noch unser äh, Regenrohr, was wir uns hier so ein bisschen basteln wollen. Auf der Vorderseite platziere ich mir einfach komplett hier in der Mitte einfach mal mein Regenrohr. Einfach die Mauern hier in der Mitte mal nach oben ziehen. Und ganz oben setzen wir einfach noch einen Trichter ran, ne? dass das dann auch so nach unten fließt. Davon möchte ich mir auch noch welche auf der Rückseite basteln. Mach es mir jetzt aber nicht nur in der Mitte hin, sondern die einfach hier auf der Rückseite an den zwei Seiten. Das heißt, ich lasse mir am besten, ja, hier so, zack, gleich mal unserer ersten Blockreihe, kann ich mir das hinziehen. So. Regenrohr von unten und trich da oben drauf. So, und das würde ich wie auf beiden Seiten einfach mal auf der Rückseite machen. Das kann nicht schaden. Also hier andere Seite machen wir es auch. So, und trich da oben, zack, hin. Jetzt würde ich schon fast sagen, wir haben das Haus fertig. Stimmt leider nicht. Wir brauchen nochmal ein bisschen Blockmaterial. Und das Blockmaterial hattest du schon so ein bisschen. Beton und natürlich die glatten, quarzen Stufen und Treppen, die wir schon hatten. Was Neues ist polierte äh, Schwarzsteinstufen. Ist jetzt erstmal nur so die Vordersache, also die man machen kann. Und zwar, wie man, sage ich mal, hier sich den Eintritt erleichtern kann. Ja, das macht man dann natürlich auf der Rückseite, wo wir, sag ich mal, hier zum Garten kommen. Ne, kannst du ja auch noch ein paar Stufen gerne platzieren. Haustür natürlich nicht vergessen. Oh, und da kann man es auch noch gerne auf der Vorderseite machen, wenn man möchte. Ne, muss man nicht machen. Vielleicht machst du da ja auch. Noch eine Terrasse hin. Ansonsten machst du dir auch hier noch so eine dritte. Ups, vielleicht nicht überall hier, sondern einfach nur bei den großen. So, hier noch vielleicht so eine dritte Erhöhung einfach mal hin. Ja, aber das ist, soll es ja nicht gewesen sein. Wir müssen jetzt einmal nach oben fliegen. In unser oder zu unseren Dachboden. So, wir gehen ja einmal rein. Oh, so, in die schöne Bude. So, zack, zack, zack. Einmal hier schön durchgehen. Bis wir hier oben einmal ankommen. Und da fällt mir auf, ich könnte mir noch einfach so als Muster ein paar Steinstufen nehmen für den Boden. Da kannst du natürlich auch alles andere nehmen, was du möchtest. Holzboden oder so. Einfach nur als Muster. So, wir nehmen erstmal unser weißen Beton und fliegen mal zu den Seiten hin. So, wir können hier insgesamt zwei Blöcke, also sobald wir da zwei Blöcke stapeln können. Ich sage einfach mal so, sobald wir da zwei Blöcke hier stapeln können, setzen wir da erstmal das Ganze hin. Oh, so, mauern wir das hier Ganze einfach mal leicht zu. Und sobald wir das haben, wollen wir das jetzt innen natürlich noch verkleiden. So kannst du dein Dachboden natürlich nicht lassen. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Stufe, die platzieren wir jetzt hier zuerst. Dann kommt eine Treppe, wieder Stufe hin. Dann kommt wieder Treppe hin. So. Und in der Mitte ganz oben, zack, eine Stufe hin. Und an der Seite geht es genau mit dem gleichen Maß dann hier wieder so einfach runter. Ja, und so verkleidest du dann, sag ich mal, hier deinen Dachboden. Kannst du zuziehen. Und das soll es dann auch nicht gewesen sein. Danach machst du natürlich noch einen Boden rein. Hier arbeiten wir dann einfach mal mit Stufen. Ihr halt seid der Dachboden. Und dann kann man sich hier auch noch so ein bisschen austoben. Das kann man sich hier immer zuziehen. Und so sieht es dann aus, wenn es dir verkleidet hast. Na, sieht das schick aus. Hier kannst du dir natürlich alles reinbasteln, was du möchtest. Und was man jetzt reinbasteln könnte in so ein Haus, zeige ich dir jetzt. Zu guter Letzt gehen wir natürlich jetzt noch einmal ins Häuschen rein. Schauen wir uns noch mal ein bisschen so an, wie man sich natürlich gestalten kann. Ihr seht ja, ich habe ja jetzt auch schon draußen und so eine, vorne in die Terrasse gemacht. Vielleicht noch so eine kleine Auffahrt, wo man sein Auto abstellen kann. Hinten ist natürlich erstmal noch offen, aber man kann sich da ja austun, wie man möchte. So, gehen wir mal ins Häuschen rein und gucken mal, was uns da drin erwartet. Wir kommen erstmal in einen schönen Flurbereich, wo natürlich die Treppe auch nach oben uns führt. Da gehen wir erstmal noch nicht hin. Wir gehen erstmal weiter, wo natürlich das große Wohnzimmer, wie natürlich die offene Küche sich befindet. Da haben wir dann natürlich auch gleich unten noch ein Badezimmer. Ist natürlich nicht das Einzige. Oben befindet sich noch ein zweites Badezimmer. Wie natürlich, wenn wir nach oben gehen, der große Flur. Beim Flur kommen wir natürlich noch zu den drei Schlafzimmern. Wir haben ja zwei Kinderschlafzimmer und ein Elternschlafzimmer. Das Elternschlafzimmer hat sogar noch eine weitere Etage und zwar den Dachboden. Den kann man sich natürlich gestalten, wie man möchte. Man kann da oben natürlich das Elternschlafzimmer weiter ausbauen oder wie jetzt in diesem Fall vielleicht ein kleiner Hobbyraum. Mit Beat Tisch, vielleicht kannst du auch ein bisschen Dart spielen. Da bleibt eigentlich viel offen für Fantasie, was man sich da gestalten möchte. Aber ansonsten ist das Haus jetzt fertig. Ich wünsche dir natürlich viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.